Und damit herzlich willkommen zurück zur 199. Folge von Montas Creative Server Let's Play. Dem besten Let's Play all over the world. Vor allem jetzt mit der MV-Technik. Das macht richtig Fun. Das macht richtig Spaß. Das ist geil. Da blüht mein kleines Elektronikerherz auf. So, okay. Da brauchen wir ein bisschen. Der ist aber schon fertig. Eine Leuchtmaschine haben wir auch schon. Sehr schön. So, hier können wir direkt wieder was reinschmeißen. Ne, dass das Ding auch ja nicht in Stillstand kommt hier. Das wäre Zeitverschwendung. Da können wir nämlich dann danach dann gleich mit unserem Leuchtturm weitermachen. Eigentlich voll produktiv, ne? So. Genau. Fertig. Und jetzt kannst du einmal bitte legieren. 1, 2, 3, 4, 5. Und du. Kohlenstoffbarren. Eben, wenn wir das jetzt nochmal mit Kohle, dann hätten wir erst Gusseisen. Und deswegen gibt es da die Abkürzung, dass man das halt direkt einschmelzen kann. Was eigentlich keinen Sinn macht, technisch gesehen, aber gut. Sind wir froh drüber, dass das so ist. Erstmal ein bisschen Brot snacken hier. Easy. Achso, hier unten. So, was brauchen wir denn noch? Wir haben jetzt die Trafos. Dann brauchen wir Edelstahlbarren. Und zwar, wenn wir 10 Geräte. Warum eigentlich 10 Geräte? Wir haben auch nur 8 Geräte. Okay. Also 8 Geräte, nicht. Ich mach schon wieder alles. Egal. 8 Geräte, das heißt, wir brauchen 8x32. Nein, 8x4, das sind 32. So, und da müssen wir Kohlenstoffbarren. Wir brauchen also noch mehr Kohlenstoffbarren. Dabei gibt es noch eine andere Methode? Nein. Das heißt, wir brauchen 32. Das heißt, wir brauchen 24 nochmal hiervon. Und 8 davon. 8 mal Chrom und nochmal 24 mal Kohlenstoffbarren. Gut, das heißt, ich hole nochmal einmal Eisen. Holy shit. Das war schon fast wieder klar. So. Und dann brauchen wir 24, das heißt, wir brauchen 12 mal das Zeug. Hashtag läuft. Eigentlich können wir hier mittlerweile wieder hochgehen, ganz ehrlich. Wir gehen mal hier wieder auf 700. Weil das hier, das lohnt sich einfach nicht mehr. Zumal die Geräte sowieso gleich komplett abgebaut werden. Dann gibt es hier außer der TNT-Maschine gar nichts mehr. Wie auch witzig. Aber gut, ist halt so. Altes wird halt von neuem abgelöst. So ist der Gang der Dinge. Ist ja auch egal. So. So, was machst du hier? Bitte einmal Eisen. Dankeschön. So, dann. Ja. So. Achso, genau. Unsere Flex. Dann flexen wir hier ordentlich was zusammen. Und dann brauchen wir noch 8x Chrom, hat man gesagt. Habe ich komplett vergessen schon wieder. Sollten wir auch mitnehmen, wenn wir es brauchen. Haben wir noch Chrom rumliegen? Nein. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ab in die Schmelztiegel damit. Dankeschön. Oh ja, langsam, ne? Langsam merkt man, die Batterien gehen langsam ein bisschen doch in die Knie. Aber wir sind doch auch fast fertig. Das heißt auf jeden Fall, wir werden noch hier so ein paar Batterien machen. Weil wenn wir denn nur noch überall die Batterien reinpacken und jedes Gerät nur noch ein Viertel so viel Energie braucht, Digga, das ist halt so endlos, grenzlos geil. So. Hier, genau, haben wir noch genau ein Stack. Passt doch. Du bist fertig. Sehr schön.
Oh ja, langsam geht langsam die Batterien echt zu Neige. Langsam ist das hier Schleifmaschinenextraktor bereit. Bäh, haben wir hingemacht. So. Dann müssen wir jetzt 24 und so. Oh ja, jetzt geht der Strom drastisch zurück. Okay, also die Maschine verbraucht extrem viel. 3000. Okay. Warum verbraucht so viel Strom? Alter. Scheiße. Wir nehmen dich raus. So, jetzt verbraucht die tatsächlich 3000. Alter. Dann machen wir einfach mal so hier. Braucht die nur noch 1000. Ist aber leider immer noch mehr als wir haben. Ja. Müssen wir also erstmal ein bisschen pausieren. Okay, wir haben tatsächlich geschafft, die Batterie leer zu lutschen. Gut, wir haben ja auch mehr als eine Folge dran gesessen. Also, ne, heißt also, die Dinger reichen durchaus. Einfach mal eine halbe Stunde. Das ist nicht schlecht, das ist geil. Das gefällt mir. So viel habt ihr jetzt mittlerweile? 300, 3000. Auch reicht noch nicht ganz. Sehr schön. So muss das sein. Das Einzige, was es halt wirklich nur als LV gibt, ist halt das Ding hier. Heißt also, die CNC-Maschine werden wir immer hier lassen, weil die gibt es halt nur als LV. Aber gut. So, die Geräte können wir jetzt sogar schon abbauen. Haben wir was hier fallen lassen? Nee, ne? Vier davon, drei davon, ne, passt. So, brauchen wir jetzt auch noch ein bisschen Stone Bricks, das heißt die Dinger hier. Ach, egal. So, dann machen wir jetzt hier weiter, hier bitte. 1, 2, 3, 4, ach komm, 9. Komm schon, du schaffst es. Ja, doch, das passt locker. Da passt locker. Buja, fertig. So, okay. Jetzt brauchen wir noch Pipes. Ein paar Pipes brauchen wir. Und dann sollten wir eigentlich soweit alles haben. Edelstahl. Ach so, ich schwarze Kabel haben wir noch nicht. Ah, schwarze Kabel. Alter, so dunkel hier. Also draußen hell und das ist auf dem Bildschirm dunkel. Ich hätte beinahe noch schwarze Kabel gemacht, obwohl wir doch welche haben. So, achso, wie siehst du, wir brauchen noch einen Ofen. Haben wir noch einen Motor rumzuliegen? Ich glaube, hatten wir noch einen Motor rumzuliegen oder haben wir den mittlerweile auch schon wieder verbraucht? Scheint fast so. Oh. Der Motor ist tatsächlich. Ich habe sogar noch einen Mittelspann-Transformator. Ach, leg mich doch. Siehst du, wir machen erstmal die Mittelspannungstransformatoren, damit unser Inventar mal ein bisschen leerer wird hier. Machen wir alles. Ach komm. So. Haben wir gleich wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Apropos Platz im Inventar. Du rein, du rein. Du rein. Und die restlichen 45 können übrigens mal wieder in den Kompressor hier. Was ist denn hier los? So. Und dann müssen wir mal gucken. Nein. Ich wollte das da. Brauchen wir echt zwei Pisten für? Na gut, da haben wir jetzt sogar noch ein paar. Dann brauchen wir auch noch ein Gehäuse. Zweimal Cleanstone.
Warum haben wir hier Slabs in der Kiste, wenn man die doch hier kombinieren kann? Warum haben wir die Dinger hier drin, wenn man die auch hier kombinieren kann? Oh, nur gut, okay, weil es 7 Stück sind. Dann lohnt sich das nicht wirklich. Oh, egal. Auf jeden Fall bei den Slabs lohnt es sich schon. Die kann man locker hier wieder zurück machen. So, dann haben wir davon nämlich auch gleich mal 2. Wir brauchen, glaube ich, nur 2. Was brauchen wir noch? Silberdraht. Ja, und wir sagen erstmal Motor. Das heißt also, wir brauchen erstmal Motor. Kupfer, Stahl, nochmal Kupfer. Warum brauchen wir für Motor? Seit wann brauchen wir für Motor? Metafragmente, war das schon immer so? Plastik. Kupfer. Hier. Stahlbaren. Unser Inventar ist voll. Schon wieder. Und wir haben keinen Stahl mehr. Mal wieder. Help me. So. Was jetzt? Stahlbarren. Wir brauchten Stahlbarren, wollten dafür vielleicht mal Stahl einschmelzen. Damit wir mal wieder ein bisschen mehr Stahl haben. Also übrigens, halt die Batterien kann ich wieder zurückpacken. So. Tja, genau, neue Batterien brauchen wir auf jeden Fall auch. Da würde ich gerne ein paar machen. Mindestens für die unteren Geräte. Das heißt also, hier die oben, die brauchen sowieso nur 500 oder sowas. Also relativ wenig. Das heißt, die oben können so bleiben. Bei den beiden Geräten weiß ich gar nicht, wie viel die brauchen. Aber mindestens hier unten, da würde ich tatsächlich die alle mit Batterien bestücken, weil die brauchen tatsächlich doch ein bisschen mehr Strom. Gerade der hier, der braucht ja massig Strom. 3000. Halleluja. Das ist ungefähr das Fünffache von dem, was wir zur Verfügung haben. Hä? Warum haben wir hier Sulfatstaub drinne? Och, leck mich doch am Arsch. Ist mir gar nicht aufgefallen. Was ist denn hier los? Wow, haben wir doch massiv Sulfat. Nice. Gut. Was brauchten wir? Stahl. Stahl ist natürlich immer noch hier unten drin. Ne? Dankeschön. So, sollten wir jetzt alles haben? Sehr schön. Okay, da kommt jetzt das Ding hier tatsächlich. Erstmal das hier. Und achso, brauchen wir noch Silber. Gott, 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 Gott. Silber, Silber. Fehlt denn jetzt noch? Achso, das Kabel. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, Kabel. Alles klar. Da. Stimmt, für die Grundelemente brauchen wir ja weißes Kabel, nicht schwarzes. So. Voila. Jetzt haben wir alles, um unsere wunderbaren Dinger hier zu machen. Die Dinger hier. Alles. Viermal. Und alles. Viermal. Perfekt. Guckt euch das an. Das läuft ja wie am Snüffen. So, dann brauchen wir noch Batterien. Und zwar brauchen wir 5 mal 2 Stück. Also brauchen wir genau 10 Stück. Batterien. Ach, die stecken ja wieder nicht. Da brauchen wir Lead schon wieder. Oh Gott. Also brauchen wir 20 mal Lead. Oh. Und damit ist unser Lied auch komplett vorbei.
Ja gut, für einen guten Zweck, ne? Weil eben, wir brauchen es ja sowieso nur für Batterien, von daher. Alles gut. Was macht jetzt hier unten? Ach Gott, Alter. Immer diese Ronnies, die nicht wissen, was sie tun. So, hier brauchen wir 10-mal. Ach, ich muss doch nach unten. Mann, ich muss doch das Lied einschmelzen. Ach, Alter. So, war doch richtig. Okay, dann brauchen wir Lied. Das haben wir in der Kiste gepackt. Und wir brauchen Holz. 40 mal Holz. Egal. So, 40 mal Holz. Und 20 mal dieses Sulfatstoff. Da sollten wir jetzt eigentlich alles haben für die Batterien. Oh. Herr damit. Und damit sind wir endgültig in der Lage, Projekt MV endgültig abzuschließen. Scheiße, ich hab das Gerät umabgebaut. Egal. Kann man einfach wieder aufbauen. Easy. So, zuerst die, dann die. Wie man da oben immer die Pflanzen durchsieht, Alter. So, und jetzt kommen die unteren Geräte die Batterien rein. Haben wir die noch gar nicht? Ja, die haben wir noch gar nicht. Na, schon mal da gucken. Schwupps. Das mit der Batterien hier ist auch so ein Kram. Du musst immer manuell hier umklicken. Das ist ja auch schlimm. Please go away and let me alone. So, jetzt fehlt uns noch einmal und dann haben wir es geschafft. Yes! Oh, guckt sie euch an. Unsere MV-Anlage ist komplett. Ich meine, irgendwann kommt ja noch eine Zentrifuge hinzu, aber das ist Zukunftsmusik. Für alles, was wir jetzt brauchen, ist die Anlage auf jeden Fall erstmal mehr als ausreichend. So, jetzt können wir das gerade abgebaute Material hier verwenden, um das hier wieder zuzubauen. Tada! Und hier ist bloß noch unsere CNC-Maschine. Easy! Ist ja das nicht geil? Halt, dich brauchen wir. Ach, hier habe ich auch ein bisschen Silbersand. Und das denn? Können wir das ja auch gleich mit einarbeiten hier. Sehr schön. So, dann räumen wir mal unseren Inventar auf. Und dann gehen wir langsam dazu über, bei unserem Leuchtturm weiterzuarbeiten. Sollte passen. Okidoki. Boah, das dauert aber. Kein Problem. Wenn wir irgendwas so viel hätten wie Maschinen. Oh mein Gott, was tue ich hier? Boah, 3000. Aha, okay, die ersten gibt es wieder auf.
Aber Leute, es waren gerade noch 4 Maschinen aktiv und wir brauchen gerade mal halt 800 pro G. Doch 800. Ah doch, genau. 800 pro Einheit. Das heißt, alle zusammen brauchen gerade mal so viel wie die Schleifmaschine alleine. Naja, also etwas mehr, aber nicht so in der Größenordnung. Diese Legierungsmaschine ist schon heftig. Ja, ich meine, macht doch irgendwo Sinn, weil es sind ja halt, ne, Legierung ist ja auch quasi ein Ofen. Und eben Öfen, die müssen halt aus dem Strom Hitze machen. Und jeder, der schon so einen Ofen hatte, der weiß, dass die ein paar tausend Watt ziehen. Während so ein Kompressor ist ja quasi einfach nur, ja, weiß nicht. Die können halt mit Untersetzung arbeiten und können deswegen mit relativ wenig Aufwand stark komprimieren. Und deswegen eben. Ist das schon irgendwo auch realistisch? Ist schon in Ordnung. So, jetzt haben wir genug Stein, also genug Silberstein. Und dann können wir jetzt langsam, aber sicher. Ein Apfel essen. Ach ja. Ich könnte mal wieder unsere Tiere auch rauslassen. Wäre das eine Idee? Weil diese Farming-Gredo-Mod, die funktioniert ja offensichtlich wieder. Also es gab jetzt keine Abstürze mehr aufgrund von irgendwie Tieren, dass die Tiere irgendwie... Zumindest wüsste ich davon nichts. Dass es irgendwie immer Fehler gab jetzt in letzter Zeit noch. Können wir die Tiere eigentlich wieder rausschicken? Weiß du nicht. Hey, jetzt hat schon wieder alles fertig. Manchmal braucht das Kakao lange, so ewig lang, und manchmal geht es halt einfach ratzfatz, genauso wie auch alles andere. Das ist irgendwie so ein bisschen Zufall. So, wir können auch mal gucken hier wegen unserem Gummibaum, die müssen ja mittlerweile gewachsen sein. Ach, und ich mach's einfach mal Folgenende. Komm, wird die Folge ein bisschen kürzer, dafür wird die nächste ein bisschen länger. Ist ja noch eine Art Special-Folge. Ich gucke höchstens nochmal nach wegen, ne, gucken, ob es da Fehler gab, jetzt in letzter Zeit nochmal. SSH und dann gucken wir mal. So. Der letzte Fehler aufgrund von Tieren war am Laptop. Ich weiß nicht, irgendwie macht diese Laptops-Mod ab und zu echt Probleme. Ich hatte schon mal so einen Laptop, weil ich hab ja auch am Spawn dieser Computer stehen. Und die sind ja auch aus der Laptops-Mod. Und da hatte ich auch schon mal einen. Da hat immer, wenn man da rangegangen ist, ist dabei der Server gecrashed. So, auf jeden Fall das letzte Mal durch die Tiere abgestürzt ist er am 10. Das heißt, nach dem letzten Fix gab es soweit keine Probleme mehr. Sehr geil das Ganze. Was? Bad call to change hotbar identifier situation. Achso, ja, okay. Ja. Lol. Ist kleiner als 0. Oh mein Gott. Sie hat Minushunger. Oder Minussättigung. Sie verströmt quasi negative Energie basierend auf negativem Hunger. Magie. Na gut, in dem Sinne würde ich mal sagen, schau mit V. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder.